Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Stadler, für Ihre freundlichen einleitenden Worte. Es freut mich sehr, heute Abend über den Widerspruch zwischen planerischen Zielen und eigentumsrechtlicher Realität sprechen zu dürfen. Ich möchte mit drei Thesen anfangen, die ich dann näher während meiner Präsentation erklären werde. Erstens, die Verdichtung kollidiert mit der Institution des privaten Eigentums. Zweitens, eine sachorientierte Diskussion ist nicht möglich, weil Eigentum in unserem ökonomischen System ein Tabu ist. Drittens, auf einer operativen Ebene liefern neue Formen von leistungsorientierten Planungen eine pragmatische Antwort auf das Ziel der Verdichtung. Gleichzeitig ermöglichen sie die Aufrechterhaltung des Tabus. Im ersten Teil möchte ich die Herausforderung der Umsetzung der Verdichtung ansprechen. Die Verdichtung ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Die Verdichtung ist ein gesetzliches Ziel. Das Raumplanungsgesetz sagt, insbesondere sollen Maßnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche. Gleichzeitig ist die Verdichtung auch eine moralische Verpflichtung. Unser Verbrauch an Ressourcen muss kleiner werden. Das Bild hier zeigt den Landschaftswandel in Sion. Eine solche Entwicklung ist langfristig nicht nachhaltig, weil die Ressource Boden begrenzt ist. Wie die Landschaftspolitik, die Verkehrspolitik oder die Verteidigungspolitik ist die Raumplanung eine öffentliche Politik. Eine öffentliche Politik versucht gezielt ein kollektives Problem zu lösen. Das ist der Grund, warum wir öffentliche Politiken haben, um kollektive Probleme zu lösen. Von welchem kollektiven Problem sprechen wir in der Raumplanung? Es ist im ersten Artikel des Gesetzes identifiziert, die nicht haushälterische Nutzung des Bodens. Wer am Problem schuld ist, wird im Raumplanungsgesetz nicht direkt erwähnt, nur aber indirekt durch die Beschreibung der Lösung. Die vom Gesetz eingeführte Lösung ist bekanntlich eine landesweite flächendeckende Zoneneinteilung zwischen Bau- und Nichtbauzone. Wer ist also die Zielgruppe von dieser Maßnahme? Wer ist schuld am Problem der nicht haushälterischen Nutzung des Bodens nach dem Raumplanungsgesetz? Wie auf dem Bild gezeigt, die Eigentümer und Eigentümerinnen, deren Bauverhalten besser koordiniert werden soll. In der Realität entsteht die Stadt an der Schnittstelle zwischen öffentlichen Politiken und Eigentum. Die Stadt wird ständig behandelt. Das heißt, dass die Verdichtung auch als Objekt der politischen Verhandlung angegangen werden soll. Wenn die Verdichtung ein öffentliches Ziel ist, stellt sich die Frage der Umsetzung. Und bekanntlich ist das ein Problem.
In meiner Stadt in Lausanne gibt es einen Verein, der Bewegung für die Verteidigung von Lausanne heißt. Auf der Webseite des Vereins liest man solche Aussagen wie: Ne nous laissons pas envahir par la densification. Da geht es um ein unverhältnismäßiges Gebäude, das ein Viertel verunstaltet hätte, dessen Erscheinungsbild immer noch sehr grün ist. Lausanne est menacée par la densification effrénée. Von einer ungebremsten Verdichtung bedroht. Eine naheliegende Erklärung für Umsetzungsschwierigkeiten ist, dass mächtige Akteure in der Lage sind, das politische Ziel der Verdichtung zu instrumentalisieren. Das führt dann zu Abwehrstrategien von der Seite der betroffenen Akteure. Die Verdichtung wird als Projekt der Entwickler und Spekulanten verstanden. Man muss zugeben, dass es tatsächlich viele solche Beispiele gibt. Um Gebäude zu verdichten und ökologisch zu sanieren, wird argumentiert, dass alle Mieten gekündigt werden müssen. Nach der Aufwertung steigen die Mieten, so dass Vertreibung, die sogenannte Gentrifizierung, entsteht. Oder Baufirmen argumentieren, dass der Denkmalschutz aufgeweicht werden muss, so dass die Verdichtung rentabel wird. In diesem Zusammenhang ist die Herausforderung, Lösungen zu finden, die nicht nur den ökonomischen und ökologischen Seiten der Nachhaltigkeit gerecht werden, sondern auch der sozialen Seite. Das ist das Thema von Governance für Governing Densification, einem großen Forschungsprojekt von uns am Geografischen Institut, das durch den Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. In meiner Präsentation möchte ich aber argumentieren, dass das nur ein Teil der Antwort ist. Die Umsetzung der Verdichtung ist auch aus einem anderen wichtigen Grund schwierig. Nach dem bekannten Homo economicus Modell sind Akteure rational und maximierend. Tyrannität ist aber komplexer, weil ihre Handlungen von einem komplexen System von Werten und Ideologie geprägt sind. Warum ist diese Abbildung eines Verdichtungsprozesses völlig unrealistisch? Wegen einer zentralen Institution unserer westlichen Gesellschaft, wegen des privaten Eigentums. Ich kenne keinen Eigentümer und keine Eigentümerin, die oder der so eine Lösung akzeptieren würde. Für die Umsetzung der Verdichtung wäre nicht nur ein Umdenken nötig, um die abgebildete Lösung akzeptabel zu machen. Unser Wertsystem wird von so einer Lösung angegriffen. Auf diese Idee möchte ich im nächsten Teil meiner Präsentation näher eingehen. Die Umsetzung der Verdichtung ist schwierig, weil sie gewisse grundlegende Werte unseres ökonomischen Systems berührt. Ich möchte jetzt eine kleine Abschweifung in die Sozialanthropologie machen.
Bei einem Tabu geht es um den Verbot einer Handlung, die entweder zu heilig oder zu gefährlich ist. Ein gebrochenes Tabu wird gefolgt von irgendeiner Art von Ärger für den Täter. Tabus beziehen sich auf Gegenstände oder Handlungen, die für die Gesellschaftsordnung von Bedeutung sind. Tabus gehören zum allgemeinen System der sozialen Kontrolle. Eigentum ist heilig in dem Sinne, dass es einfach gegeben ist. Als hätte diese Institution keine Geschichte, keine Vergangenheit, keine geografischen Grenzen. Es ist zu gefährlich, darüber zu sprechen, weil es die Büchse von Pandora öffnen würde und unsere Demokratien destabilisieren könnte. Eigentum gehört zur Definition der Gesellschaftsordnung. Wer es hinterfragt, ist automatisch außerhalb des Systems. Sie ist eine Revolutionärin oder Kommunistin. Eine sachorientierte Auseinandersetzung damit kann nicht innerhalb der bestehenden sozialen Ordnung initiiert werden. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass Eigentum ein Tabu ist. Das Problem ist, dass die Verdichtung mit dem Tabu des Eigentums kollidiert. Eigentum verleiht ein quasi Vetorecht in Planungsprozessen. Enteignung kann nicht angewendet werden, um Verdichtungsziele umzusetzen. Ist eine volle Entschädigung immer gerechtfertigt? Im Hintergrund der Frage erkennt man das Thema der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Komplexe Eigentumsverhältnisse führen zu einer Fragmentierung der Entscheidungsfindung. Ist eine Einstimmigkeit immer wünschenswert? Öffentliches Eigentum kann nützlich sein, um die Stadtentwicklung zu steuern. Sollen die Gemeinden mehr Land kaufen? Die Verdichtung beeinflusst die Beziehung zwischen Mietern und Vermieterinnen. Darf die Position der Mieter oder auch des Denkmalschutzes im Namen der Verdichtung geschwächt werden? Die Verdichtung hat auch eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen Entwicklern und Nachbarn. Das sind alle sehr heikle Fragen, die kaum oder wenig diskutiert werden. Die Verdichtung ist schwierig, weil sie mit einem tief verwurzelten Tabu kollidiert. Verdichtungsziele werden bisher nur umgesetzt, wenn die Verdichtung als neue Geschäftsmöglichkeit verstanden wird. Kann das Tabu gebrochen werden? Es muss zuerst erkannt werden. Im dritten Teil meiner Präsentation möchte ich meine Interpretation kurz schildern, wie es mit der Schwierigkeit der Umsetzung in der Praxis umgegangen wird. Ich
beobachte die Begegnung zwischen zwei gegensätzlichen ideologischen Strömungen, gegensätzlich vor allem auch was Eigentum anbelangt, die sich aber in der Praxis gegenseitig befruchten. Die erste Strömung ist die Bodenpolitik im engeren Sinne, die soziale Bodenpolitik. Hier wird das Hauptwerk von Hans Bernoulli, dem berühmten Basler Architekten, dargestellt, wo er sich 1946 mit der Kommunalisierung des Bodens beschäftigte. In vielen schweizerischen Städten wie Zürich oder Biel als Paradebeispiele wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aktiv Land gekauft. Diese starke Position der Stadt als Landeigentümerin erlaubt eine effiziente Umsetzung von raumplanerischen Zielen. Und das wäre die zweite Strömung, New Public Management. In der Schweiz wird von wirkungsorientierter Verwaltungsführung gesprochen. Als Beispiel hier das Maladier-Stadium in Nürnberg. Das Stadion wurde durch eine öffentlich-privaten Partnerschaft gebaut. Die Stadt hat das Grundstück für einen symbolischen Franken geäußert. Die Entwicklung wurde von einer privaten Firma übernommen. Am Schluss wurde das Eigentum des Stadions, aber nicht der Mantelnutzungen, wieder an die Stadt übergeben. Hier sind diese zwei Strömungen grafisch dargestellt. Auf der linken Seite die soziale Bodenpolitik. Da wird eine Form von staatlichem Unternehmertum gefordert. Man will auch proaktive Strategien umsetzen. Das angestrebte Ziel ist eine Umverteilung. Und das passiert durch öffentliches Bodeneigentum. Eine Bodensteuer wird auch eingeführt, um die Bodenrenten öffentlich auszuschöpfen. Auf der anderen Seite, das New Public Management fordert auch eine Art von staatlichem Unternehmertum. Proaktive Strategien der öffentlichen Hand sind auch gewünscht. Aber die Instrumente und die Strategien sind anders. City Marketing steht im Zentrum. Man will Bodenrente schaffen. Das sollte auch durch eine selektive Deregulierung stattfinden. Man will die Prozesse effizienter machen, vereinfachen. Und öffentlich-private Partnerschaften stehen im Zentrum. Das Hauptziel ist die Produktion von Bodenrenten, die dann zum Teil auch privat ausgeschöpft werden. Und was man beobachtet, ist eine Art gegenseitiger Befruchtung von diesen zwei Strömungen, eine Hybridisierung, könnte man sagen. Und das führt zu einer Form von Planung, die ich hier leistungsorientierte Planung nenne. Der Fokus ist auf die Outputs, also auf die Umsetzungsakte. Diese Form von Planung ist projektbasiert und flexibel. Da wird verhandelt. Öffentliches Eigentum steht auch dort im Zentrum, weil es erlaubt, schneller zu handeln. Und die Zielgruppen werden auch stärker einbezogen. Es gibt eben diese Verhandlungen zwischen Investoren und Planerinnen. Auf einer operativen Ebene liefern diese neue Formen von leistungsorientierten Planungen eine pragmatische Antwort auf das schwierige Ziel der Verdichtung. Gleichzeitig ermöglichen sie die Aufrechterhaltung des Tabus, weil die Frage des Eigentums nicht direkt angesprochen wird. Die Institution des Eigentums ist überall präsent, aber nur als strategisches Instrument oder als Rahmenbedingung betrachtet.
Meine Überzeugung ist, dass eine sozialgerechte Verdichtung nicht nur eine ökologisch gerechte oder eine ökonomisch gerechte Verdichtung ein neues Gleichgewicht zwischen privaten und öffentlichen Interessen fordert. Die sogenannte Bodenfrage muss neu gestellt werden. Planungsinstrumente müssen in wissenschaftlichen und politischen Arenen diskutiert werden, aber auch Eigentum, da sie die beiden Seiten derselben Medaille sind. Darum geht es schlussendlich bei der Bodenfrage. Besten Dank.